Hi bei Selbstversorgung modern und einfach. Der Winter ist hier bei uns auch in Schleswig-Holstein eingezogen. Wir haben so circa 10 cm Schnee liegen. Heute Nacht waren die Temperatur bei sage und schreibe minus 12 Grad. Wunderschönes Wetter, blauer Himmel, der Schnee liegt auf den Bäumen. Ich liebe das persönlich. Es ist die Zeit der Ruhe im Garten. Der Ofen brennt und knistert vor sich hin. Nicht der Ofen, das Holz im Ofen brennt und knistert vor sich hin. Eine sehr ruhige und gemütliche und schöne Zeit. Dennoch ist Selbstversorgung gerade auch im Winter ein sehr wichtiges Thema. Und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ich Topinambur im Winter nutze, um daraus zum Beispiel Bratkartoffeln zu machen. Topinambur ist eine Pflanze, die man einmal irgendwo im Garten auspflanzt. Das sind so kleine Knollen, bisschen Kartoffelgröße, und die wachsen dann immer und immer wieder und weiter. Und ich dünge diese Pflanzen derart, dass ich im Herbst das Laub der Kastanienbäume, der Bäume des Walnussbaumes hier hinter mir nehme und dort einfach diese Topinambur-Pflanzen mulche. Die Folge davon ist, dass sie ein großes, gutes, gesundes Wachstum haben und immer erntebereit sind, speziell im Winter. Dort findet man die Knollen in einer Tiefe von ca. 5 cm im Boden, und die holen wir jetzt uns mal raus, um leckere Bratkartoffeln machen zu können. Dies hier ist eine Ecke dicht an meinem Erdkeller, den ich hier rechts neben mir habe, und diese Ecke war vor Jahren immer vollkommen ungenutzt. Hier hatte ich dann Topinambur ausgesät, ausgepflanzt, und die haben sich sehr gut entwickelt. Und jetzt wollen wir mal gucken, hier tief unter dem Schnee, ob wir welche finden. Hier seht ihr einige Topinambur-Stängel aus dem Schneeragen, und daran orientiere ich mich. Guck mal, da hinten, da müssten Topinambur sein. Gucken wir mal nach. Ich schiebe mal den Schnee und das Laub, das ich schon angebracht habe, zur Seite. Die Erde hier drunter ist nicht mehr gefroren. Und dann gucken wir mal nach. Ah, da sind sie. Schaut mal, so sehen die aus. Ähnlich wie Kartoffeln. Und die lege ich mal hier zur Seite. Und ich werde hier mal weiter suchen. Guck mal, hier ragt ein Stängel direkt in die Erde rein. Ich hoffe, das seht ihr noch. Und da kann man natürlich auch gut suchen. Na, wo seid ihr? Da. Da, guck mal hier. Das ist richtig groß. Ich suche mal noch ein paar weitere Knollen zusammen. Und dann schauen wir mal. Ui, die Sonne blendet mich. Ich weiß gar nicht, ob ich gut im Video drin bin. Hier habe ich jetzt Topinambur. Schaut mal rein. Und die müssen erst noch sauber gemacht werden. Und danach werden Bratkartoffeln daraus gemacht. So sehen die Topinambur aus, wenn sie gewaschen sind. Ihr seht diese typische knollenartige Form. Man muss aufpassen beim Säubern, dass man gut in die Rillen reinkommt. Eine Bürste eignet sich hierfür sehr gut. Diese Topinambur werden jetzt einfach in 0,5 cm dicke Scheiben geschnitten. So wie sie sind. Die Pfanne wird erhitzt. Ich benutze Rapskernöl. Guck mal hier. Hier sind die Topinambur. Die kommen in die Pfanne hinein. Werden möglichst gut verteilt, so dass jede einzelne Scheibe
Kontakt hat zum Boden. Das wäre natürlich optimal. So. Das sieht schon gut aus. Dann kommt noch mal ein bisschen Salz drüber. Ich benutze gern mehr Salz. Und ein wenig, muss nicht sein, aber ein wenig Pfeffer nehme ich auch dazu. Dann brate ich das erstmal auf geringer Stufe auf diesem Gasherd. Die Topinambur braten jetzt vor sich hin. Dabei werden sie zur selben Zeit gegart. Sind jetzt ca. 10 bis 15 Minuten vergangen und ich drehe jetzt die Topinambur um. Das ist ein bisschen mühselig, aber ich möchte natürlich, dass jede einzelne Scheibe auch schön braun wird und dadurch auch einen schönen Geschmack entwickelt. So, die Topinambur-Bratkartoffeln sind jetzt so gut wie fertig und ich liebe Bauernfrühstück. Und deswegen haue ich da jetzt noch ein Hühnerei rein, das liebe ich. Deswegen schiebe ich die Kartoffeln so ein bisschen zusammen. So. Und einmal ein Ei drauf. Wunderbar, wird noch ein bisschen verteilt. So, dass alle Topinambur-Scheiben ein bisschen Eier bekommen. Noch ein bisschen umrühren. Und fertig ist das Bauernfrühstück aus Topinambur. Und was gibt es dazu? Ofen, da ist mein Bett und unter dem Bett befindet sich ein Regal und dort sind eingemachte Sachen. Zum Beispiel Tomatensoße, Gurken, was haben wir hier? Wollte ich euch mal zeigen. Rhabarber noch, da hinten ist rote Beete, da sind Bohnen. Erbsen stehen da und hier nehmen wir ein Glas eingeweckte Gurken raus. Direkt unter dem Bett. Upp, jetzt ist es beschlagen. Das Essen ist fertig. Hiermit wollte ich euch wieder einmal zeigen, wie einfach Selbstversorgung sein kann, wenn man die Dinge nutzt, die einem zur Verfügung stehen. Jetzt probieren wir mal die ganze Sache. Sehr lecker, echt ohne Witz jetzt. Total lecker. Und man muss ja sagen, ich habe für die Zubereitung des Gerichts eine halbe Stunde gebraucht. Das heißt, vor einer halben Stunde lagen die Topinambur noch in der Erde. Die sind super frisch auf meinen Teller gekommen. Das Ei stammt aus dem Garten, die Topinambur und die Gurken. Was will man mehr? Guten Appetit, sage ich nur. Lecker. Richtig geil. Ihr seht, auch der Winter hat schöne Seiten. Wunderschön. Den Schnee hier auf der trockenen Pflanze zu sehen, auf den Dolden. Herrlich, ganz hübsch. Ja, ich habe die Bratkartoffeln, die
habe ich jetzt eben gerade gegessen. Sehr, sehr lecker. Man muss nur bei einem aufpassen, wenn man zu viel davon am Anfang isst, dann bekommt man schnell Durchfall. Denn da ist wohl ein Stoff drin, ich meine mal gehört zu haben, der nennt sich Inulin und der führt dazu. Das heißt, ihr müsst am Anfang immer nur kleinere Menge essen, bis euer Körper sich so einigermaßen dran gewöhnt hat. Nichtsdestotrotz, bei der Menge, die ich euch so gezeigt habe, ist es für mich immer unproblematisch gewesen. Das dazu noch mal. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ansonsten Topinambur, eine ganz, ganz tolle Pflanze. Wird circa 3 Meter groß, wie ich schon gesagt habe, glaube ich. Hat gelbe Blüten, die aber bei den Insekten nicht besonders beliebt sind. Und ihr könnt sie einfach irgendwo hinpflanzen, sie weiter auspflanzen nach der ersten Ernte. In Bereiche des Gartens, die so an sich nicht so produktiv sind. Und ich hatte bei guter Pflege dann doch schon Ernten von bis zu 5 Kilogramm Topinambur pro Quadratmeter. Letztes Jahr war die Ernte nicht so gut, weil ich einfach ich habe die Pflanzen nicht ausgedünnt. Die wachsen, die schießen dann überall raus und dann können die einzelnen Pflanzen natürlich keine dementsprechenden Knollen entwickeln, sondern nur viele kleine. Deswegen muss man da nochmal aufpassen, dass nicht zu viele Pflanzen in einem bestimmten Bereich groß werden, sonst bedrängen die sich zu sehr gegenseitig und können sich nicht richtig entwickeln. Topinambur von mir weiterhin Top-Pflanze, super Selbstversorgungspflanze, einfach im Anbau, total resistent, lässt sich mulchen, weil Schnecken nicht drauf abfahren und ihr könnt sie den ganzen Winter über nutzen, auch quasi eine Lagerungspflanze. Und ich benutze sie halt, wie schon gezeigt in diesem Video, als Bratkartoffelersatz, Alternative oder auch als Zusatz in meinen Gemüsesuppen oder im Salat. Wunderbare Sache. Frisch, sehr viele Vitamine, top Ding. Riesenempfehlung von mir. Ja, das war's mal wieder von Selbstversorgung modern und einfach. So wie immer hoffe ich, dass ich euch einige Anregungen geben konnte mit diesem Video, auch im Winter. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit, dass ihr genügend Heizungswärme habt, die nicht zu teuer ist. Das ist ja ein schwieriges Thema zurzeit. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Rutscht gut durch die Weihnachtszeit und ein frohes Fest. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Tschüss.